das Dilly Hotel in Windischgarsten. Der Ort, wo ich ein Wochenende mit dem Maxot gemeinsam dort verbracht habe. Windischgarsten. Dort befindet es sich. Es ist ca. 262 Kilometer von der Hauptstadt von Österreich, nämlich Wien, entfernt. Es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dort mit dem lieben Tim Exot ein schönes Wochenende verbringen zu dürfen. Und wie gesagt, schaut auch bei denen vorbei. Ist wirklich ein wunderbares Hotel. Schaut auch beim Tim Exot vorbei, twitch.tv/TimExot, auch bei mir auf Twitch, twitch.tv/Tatsanastra. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, kommentiert in die Kommentare auf jeden Fall. Wenn die einen YouTube-Kanal haben, das weiß ich leider nicht, markiert ist, was der Teufel was. Schaut einfach, dass die das Video sehen. Das war super. Und jetzt schaut das Video an. Viel Spaß. Wir sind jetzt da angekommen. Alter, keine Ahnung, wir sind jetzt auf jeden Fall angekommen und werden jetzt erstmal dann später gleich mal einen Pool ausprobieren, ne? Ja, voll. Ja, geh auf meinem Kanal in einem fucking 5-Sterne-Hotel. Ah, Digga. Okay, das ist. Ja, belastend, ne? Schaut sich das an, wie geil, Digga. Nein! Der Maxot regelt. Nein! Was die auf einmal nicht weiß, ich würde mit einem 5-Sterne-Hotel. Ich würde mal sagen, wir lassen dieses Dauerschleifen drin, oder? Also, wir werden jetzt erst probieren. Wir haben es vorher schon ausprobiert. Aber habe ich Dinge nicht mitgenommen als eine Firma-Kina. Also, Druck drauf, Maxit. Sein Maxit zu tun? Kurz zur Info, das Dilly Hotel hat natürlich einen riesen Aquapark, einen Pool zum Chillen. Man hat dort jede Menge Spaß. Ich habe natürlich mein Handy in der Wasserrutsche gefilmt, ist ja ganz klar. Kurz zur Info, das ist wirklich einfach super. Da gibt es auch einen Outdoor-Pool, den sieht man da jetzt leider nicht, aber da werden wir dann später auch noch hingehen. So, nach 10 Jahren Suchen haben wir auch einen richtigen Weg gefunden. Kann sich nur noch Stunden handeln, bis wir im Boot angekommen sind. Mega! Ja, das ist das Kreativste, was ich je gesehen habe. Ja, Wartwurst. Thank you. Ich nehme mir fürs Anfang einmal ein Wasser, Prost, Lyle. Wir müssen jetzt erstmal unser Zeug da drin ablegen. Komm, Max. Alter! Irgendwas sagt mir, dass das nicht so gesund ist. Oh! Vorher war das lauter. Okay, es ist wieder laut. Ich habe irgendwie Angst, dass das gerade ein bisschen dumm ist, wenn ich das Handy mitnehme. Max, pass auf, dass man den jetzt hebt. Alter, geh leck. So. Rutsch nicht noch. Okay, perfekt. 3, 2, 1, go! Diese geleckliche Marschmühle. Ja, da haben wir dann auf jeden Fall jede Menge Spaß gehabt. Als nächstes haben wir den Outdoor-Pool unsicher gemacht. Also wir sind da draußen, das ist eigentlich ganz schön. Der Outdoor-Pool ist richtig geil, da hat man ein richtig geiles Panorama auf die Berge und so. Also wirklich Daumen hoch für den Outdoor-Pool. Danach auf die Nacht sind wir dann aufgegangen, es war ca. um die 9 Uhr, also 21 Uhr am Abend und wirklich, wir haben keinen einzig geilen Sender gefunden, das war wirklich schrecklich. Also dann am Schluss haben wir dann einfach auf uns, versteht sich, Spaß gehabt. Aber bis wir da das mal gefunden haben, das war eine Endlossuche und irgendwann ist das Magenta-Werbung gekommen. Und auf dem Fernseher gibt es kein Netflix in dem Hotel, wo wir sind. So, wir haben jetzt irgendwie 3-4 Löffel. Und ich würde mal sagen, das war ein erfolgreicher erster Tag. Und morgen geht's weiter. Letzter Tag. Und da seht ihr ein paar Szenen vom nächsten Tag. Thank you.
Ja, und dann ist er schon wieder heimgegangen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schaut auch gerne den Song an, meinen Nächsten, den Samuel 2.0 Song. Lasst ein Abo und ein Like, dann schaut beim T-Max halt vorbei. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.